Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim, ihr schaut den Astrofotocast. Ich wollte immer mal ein Video darüber machen, wie das Ganze hier eigentlich entstanden ist, wie der Astrofotocast entstanden ist, wann ich meine ersten Videos hochgeladen habe und warum, was die Ideen dahinter sind. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm Frank, das interessiert doch keinen. Mach lieber Videos mit hilfreichen Tipps und so weiter. Und dann habe ich die Idee wieder vergessen oder habe es einfach sein gelassen. Dann kamen die Leute vom ATT auf mich zu, vor einigen Wochen oder Monaten bald schon, und haben gesagt, Frank, wir wollen die erste digitale Ausgabe vom ATT machen, Astronomie und Techniktreff heißt das, glaube ich. Und da hätten wir gerne von dir ein Hinter-den-Kulissen-Video. Und da habe ich gesagt, prima, das wollte ich ja immer schon mal machen. Und dann kam die Idee, ja eben das alles dann doch mal zu machen, ein Video darüber, wie der Astrofotocast entstanden ist. Ja, und darum soll es in diesem Video gehen. Das zeige ich euch auch gleich. Das könnt ihr natürlich auch auf dem YouTube-Kanal vom ATT euch anschauen. Oder vielleicht waren einige ja auch am 8. Mai dabei und haben das vielleicht sogar live gesehen, obwohl das ein On-Demand-Video war. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ist, was würdet ihr denn gerne für Videos mal sehen? Neulich hat mal jemand geschrieben, Frank, mach doch mal Currywurst mit Pommes. Ich fand das ganz lustig und ich weiß auch, was derjenige meint. Ich fand es auch ein bisschen schmeichelhaft, denn irgendwie, eigentlich bin ich nicht so der Typ, der irgendwie auf platte Sachen steht. Ja, versuche immer so ein bisschen den Tiefgang in die Sachen reinzubringen. Und ich fand das aber mal ganz witzig, dass einer mal gesagt hat, ey, komm, hau doch mal einen raus so richtig. Ja, was würdet ihr denn gerne mal für Videos sehen? Würde mich wirklich mal interessieren. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich auf jeden Wunsch eingehe, aber mal so die Stimmungslage erfragen, das würde mich doch sehr interessieren. Vielleicht kommen da ein paar interessante Feedbacks zustande und vielleicht kann ich die ein oder andere Idee ja auch mal aufgreifen. Also haut in die Tasten, schreibt in die Kommentare, schreibt mir bei Facebook oder schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr das nicht öffentlich schreiben wollt. Die E-Mail-Adresse findet ihr über meine Homepage. Einige von euch haben vielleicht auch festgestellt, dass ich hier in einer ganz anderen Umgebung bin wie sonst. Ich habe mich beruflich so ein bisschen ja nicht verändert. Ich bin immer noch Berufsmusiker, aber ich bin ja quasi gerade arbeitslos aufgrund der Corona-Krise. Und irgendwie habe ich zu Hause gesessen. Das erste halbe Jahr fand ich das irgendwie noch toll. Ich konnte mich nämlich intensiv um meine Videos kümmern. Und irgendwann ist mir doch langsam die Decke auf den Kopf gefallen. Und dann auch so auf den Kopf gefallen, dass die Laune doch ziemlich in den Keller gegangen ist. Und wir freiberuflichen Musiker, Künstler, wir sind dann so, wir müssen dann irgendwie durch die Wand und was Neues machen. Ich hatte immer schon den Traum, ein Studio zu haben, in dem ich Musik machen kann, gleichzeitig aber auch fotografieren kann oder Videos machen kann. Dann habe ich eine Anzeige im Internet gesehen, wo jemand sowas anbietet. Und das war natürlich viel zu teuer. Ich habe den trotzdem angeschrieben, der hat gesagt, komm einfach mal vorbei, guck dir das mal an, wir finden irgendeine Lösung. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die ist immer noch teuer. Und ich habe jetzt mal für ein Jahr einen Vertrag unterschrieben. Das ist einfach der Sprung ins kalte Wasser, aber das muss manchmal sein. Das habe ich schon oft im Leben, jetzt in den letzten 20 Jahren im Berufsleben so gemacht, dass ich gesagt habe, komm, Cut, irgendwas Neues muss her. So, und ich hoffe, ich kann mich hier so ein bisschen austoben. Das ist jetzt mal der Versuch. Es ist ein bisschen hallig hier. Draußen ist eine Straße. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert, aber wir schauen einfach mal. Und vielleicht kommen demnächst mal ein paar Videos von hier. Vielleicht mache ich die aber auch wieder zu Hause. Auf jeden Fall kann ich hier mal wieder mich auch um meinen Beruf kümmern, mal wieder richtig Saxophon üben. Das habe ich jetzt schon 2 Wochen gemacht und das hat richtig gut getan. Und ich hoffe, dass ich hier auch künstlerisch als Musiker wieder ein bisschen was machen kann. Das hat mir nämlich ehrlich gesagt dann doch ein bisschen gefehlt. Jetzt gucken wir aber das Video. Ich hoffe, euch gefällt das. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was würdet ihr gerne mal sehen? Viel Spaß mit dem Video. Hallo, mein Name ist Frank Sackenheim. Ich bin Astrofotograf aus Köln. Außerdem habe ich einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Astrofotokolon. Wenn Sie mal im Internet suchen, bei Google werden Sie da schnell fündig. Frank Sackenheim oder Astrofotokolon. Da werden Sie bei beiden Suchbegriffen fündig. Ja, und das Team vom ATT hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein kleines Hinter-den-Kulissen-Video zu machen. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, hinter den Kulissen, das ist schnell erklärt. Ich komme hier aus Köln, wie gesagt, und ja, ich habe eine relativ kleine, aber schöne Altbauwohnung hier im Herzen von Köln. Und das ist gleichzeitig auch mein Videostudio, wenn man so will. Wir können da einmal ganz kurz in mein Wohnzimmer gucken. Und hier gibt es einen Flügel. Ich bin kein besonders guter Pianisten, an diesem Flügel sitze ich immer dran. Da gibt es auch eine Geschichte. Ich bin nämlich Musiker eigentlich von Hauptberuf. Also ich spiele eigentlich Saxophon, bin auf Tourneen ganz Deutschland, wenn nicht gerade
Corona-Pandemie ist, bin auf Tournee mit Tom Gabel zum Beispiel oder mit der Comedian Mirja Bös und vielen nationalen Acts, hauptsächlich aus dem Pop-Bereich oder Swing-Jazz-Bereich, aber teilweise auch mit internationalen Acts. Und wie gesagt, wenn ich nicht gerade irgendwie Berufsverbot habe, weil es keine Auftritte mehr gibt, dann bin ich als Musiker tätig und ja, nebenberuflich, wenn man so will, oder eigentlich bin ich Hobby-Astrofotograf, aber mittlerweile kann man es tatsächlich als Nebenberuf ansehen, mache ich eben Astrofotografie und diese YouTube-Videos jetzt seit 2 Jahren sehr regelmäßig. Ja, Sie haben gesehen, ich habe hier gerade eine EQ6-Montierung, ein Berlebach-Stativ. Die passten nicht zusammen, da passte der Adapter nicht. Das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, von Köln nach Essen zu fahren, auf die Messe zu gehen und dort so einen Adapter zum Beispiel am Stand von Berlebach zu kaufen, mit dem wäre ich dann abends nach Hause gefahren, hätte vielleicht schon Astrofotografie betreiben können. Das geht eben aus bekannten Gründen nicht gerade. Und ich beglückwünsche das Team vom ATT sehr für diese Entscheidung, eine digitale Messe durchzuführen. Ja, man muss sich heute irgendwie anders aufstellen. Wir haben gesehen, die ganze Welt ist völlig auf den Kopf gedreht. Und es ist sehr mutig, diese digitale Messe zu machen. Aber ich finde es eine wahnsinnig gute Entscheidung und freue mich, fühle mich beinahe geehrt, dass ich da einen kleinen Beitrag zu leisten kann. Es ist ja so ein geflügeltes Wort, man soll immer das Beste daraus machen. Und das ist eine gute Überleitung zu meinem YouTube-Kanal. Ich habe eigentlich schon 2-mal aus blöden Situationen das Beste gemacht und so ist eigentlich mein YouTube-Kanal entstanden. Also worum geht's auf Astrophoto Cologne? Es geht zum größten Teil eigentlich um Deep Sky, Astrofotografie oder Astrofotografie im Allgemeinen. Und ich mache seit 2019 regelmäßig Videos, einmal die Woche. In der Regel so sonntags, montags kommen die dann raus. Und ja, habe schon einen großen Fankreis von Zuschauern. Der wächst auch ständig und das ist eine schöne Sache für beide Seiten. Ich bekomme sehr viel positive Rückmeldung und das freut mich natürlich sehr. Zu meiner Person, wie gesagt, ich bin Frank Sackenheim, wohnhaft in Köln. Ich bin 45 Jahre alt, betreibe Astrofotografie jetzt wirklich aktiv seit ungefähr 2003. Da habe ich noch auf Film fotografiert. 2006 kam meine erste Digitalkamera. Aber das Interesse für die Astronomie und auch für die Astrofotografie, das geht viel weiter zurück. Also ich kann mich an den ersten Start eines Space Shuttles erinnern. Da war ich, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt. Also ist schon sehr lange her und ich habe mich als Kind schon wahnsinnig für Astronomie interessiert. Aber ja, man hatte einfach nicht die Mittel, um sich zum Beispiel eine parallaktische Montierung zu kaufen, ein Teleskop, eine Kamera. Als ich dann endlich mal irgendwann die Mittel dazu hatte, nämlich als Jugendlicher, gerade mit der Ausbildung angefangen, Berufsausbildung, da hatte ich ganz andere Interessen, ehrlich gesagt. Und da ist das erstmal wieder alles eingeschlafen. Dann habe ich Musik studiert und nach dem Musikstudium ist das Interesse eigentlich erst wiedergekommen. Seitdem gebe ich aber richtig Gas in der Astrofotografie. Ja, wie kam es jetzt zu diesem YouTube-Kanal? Also ich habe schon früh, auch als Jugendlicher, entdeckt in der Schule, dass dann, wenn ich über ein Thema referieren kann, dann habe ich es auch verstanden. Also so habe ich auch früher in der Schule gelernt. Mir immer vorgestellt, wenn ich das jetzt jemandem erklären müsste, könnte ich das, ohne ins Stocken zu geraten, kann ich wirklich Dinge gut erklären. Und das habe ich sehr früh erkannt, dass das ein wichtiges Mittel ist, um Dinge zu verstehen. Ein sehr, sehr, sehr weiser Mann hat mal gesagt, wenn man Dinge verstehen will, dann muss man sie lehren. Ja, das ist so meine Grundidee eigentlich hinter der ganzen Geschichte. Und in der Astrofotografie war es dann so, ich habe dann irgendwann angefangen, Softwares zu lernen, zum Beispiel MaximDL. Und dann habe ich mich da reingefuchst in die Software und habe dieses Prinzip angewandt. Habe gedacht, wenn ich das jetzt jemandem erklären kann, dann habe ich es verstanden. Dann habe ich angefangen, Videos zu machen und habe diese Software MaximDL in einem Video erklärt. Und das waren tatsächlich die ersten Videos, die ich vor zig Jahren auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe. Da sieht man mich noch gar nicht, man hört nur meine Stimme und ich erkläre die Software MaximDL. Später kam dann eine andere Idee, da hatte ich nämlich die Idee, dass man vielleicht ein ganzes Kompendium schaffen könnte zur Astrofotografie. Das war, glaube ich, so 2014 ungefähr. Ja, mal diese ganzen Themen, was sind Darks, was sind Bias, was sind Flats, was ist Ausleserauschen, das alles mal kompakt zu erklären und ein kleines Kompendium aufzubauen. Und da habe ich wirklich, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe zu der Zeit beim Radio gearbeitet, beim Westdeutschen Rundfunk, habe Musiksendungen gemacht, wusste, wie man Manuskripte schreibt
und wie man sowas vorbereitet und habe dann ein Manuskript geschrieben für meinen ersten Astrofotocast. Heißt dann auch Folge 1 des Astrofotocasts. Das war sehr viel Arbeit. Ich habe mich aufgenommen vor einem sogenannten Greenscreen. Also ich konnte mich komplett freistellen, habe im Hintergrund wirklich sehr billige Videoanimationen gehabt und erzähle dann über Darks, Flats und Bias. Und das war tatsächlich dann der Anfang des Astrofotocasts. Und dann war die Idee, eben dieses Kompendium zu schaffen. Aber ich habe gemerkt, das ist sehr, sehr viel Arbeit und genau daran ist es gescheitert. Das ging irgendwie in meinem Job nicht. Ja, ich bin Musiker, bin viel unterwegs und jetzt jedes Mal Manuskripte schreiben und ein Studio mieten und das aufwendig schneiden und produzieren. Das ging nicht und so ging ein paar Jahre ins Land. Und dann habe ich irgendwann nochmal die Idee aufgegriffen und habe gesagt, das muss einfacher gehen. Und dann habe ich mich hier in meinem Wohnzimmer einfach hingesetzt und die modernen Kameras ermöglichen das eigentlich ziemlich einfach. Und habe einfach mal angefangen, ein Video aufzunehmen, ohne das Ganze drumherum mit Studio und Greenscreen und so weiter und so fort. Ich habe aber immer noch ein ziemlich aufwendiges Manuskript geschrieben und das war wieder genau das gleiche Problem. Dann ging wieder ein bisschen Zeit ins Land. Und dann habe ich mir gedacht, YouTube, das funktioniert nur, wenn man es regelmäßig macht. Also muss ich regelmäßig Videos machen, einmal die Woche und ich muss den Aufwand irgendwie runterfahren, also jedes Mal so ein aufwendiges Manuskript schreiben. Das geht einfach nicht. Ja, und jetzt kommen wir zu den Gelegenheiten. Dann diese Entscheidung, die ist dann irgendwie Ende 2018, Anfang 2019 gefallen. Und wie der Teufel es will, bin ich vom Fahrrad gestürzt. Also ich habe mir die Schulter gebrochen und konnte dann 3 Monate meinen Beruf nicht ausführen. Saß hier zu Hause rum und habe irgendwie Tabletten geschluckt, und also gegen die Schmerzen. Und habe mir überlegt, ja, dann nutzt doch die Gelegenheit mit einem Videocast und mach das mal regelmäßig. Und da habe ich damit angefangen, also im Januar 2019, glaube ich, habe ich dann angefangen, regelmäßig einmal die Woche Videos zu machen. Und plötzlich kam auch so eine Art Erfolg. Und dann war ich tatsächlich im Mai 2019 kurz vor Schluss auf der Messe in Essen, auf dem ATT, und bin da reingegangen und plötzlich habe ich Leute angeguckt und angesprochen, haben gesagt, super, deine Videos gucke ich immer. Und da habe ich gemerkt, oh je, das schauen Leute. Und das hat mich natürlich beflügelt und fand ich sehr nett. Und das finde ich eine nette kleine Geschichte zu der Messe auch. Da muss ich zwischendurch aber auch mal Pause machen. Im Dezember 2019, Dezember ist für uns Musiker in der Regel einer der Monate, wo richtig die Hütte brennt, auf Deutsch gesagt. Und da hatte ich so viel zu tun, war komplett auf Tournee, hatte Vorbereitungen für ein Vorspiel und so weiter und so fort. Da musste ich mal Pause machen. Und 2020 habe ich dann wieder angefangen im Januar. Und dann kam die zweite, ja, Gelegenheit, blöde Gelegenheit. Dann kam nämlich die Corona-Pandemie. Und jetzt mache ich das eben jetzt. Schon seit einem Jahr ist das meine Hauptbeschäftigung, eben diese Videos zu produzieren. Jetzt habe ich viel darüber geredet, wer ich bin, was ich mache, was die Idee dahinter ist. Und Sie wollen aber vielleicht wissen, was gibt's denn auf diesem YouTube-Kanal Astrofotocologne eigentlich zu entdecken? Also, die Basis von allem, das ist auch der Anfang gewesen, das sind natürlich Software-Tutorials. Es gibt sehr viele Astrofotografie-Softwares, sei es für die Bildbearbeitung, wie zum Beispiel PixInsight, Astropixel-Prozessor, Adobe Photoshop, aber auch für die Bildaufnahme. Ich habe vorhin schon genannt Maxim DL. Es gibt mittlerweile unzählige Softwares, Nina, Sequence Generator Pro, wie sie alle heißen. Und diese Softwares sind relativ komplex, oder sagen wir, sie sind sehr komplex. Und wenn man sie wirklich verstehen will, dann braucht man gute Anleitungen. Das ist mein Ziel, gute Anleitungen für solche Softwares zu schaffen. Aber ich habe noch ein anderes Ziel, nämlich, dass die Leute, die die Videos schauen, nicht einfach nur mir nachmachen, was ich da mache, sondern die Softwares auch wirklich verstehen und irgendwann zu dem Punkt kommen, damit vielleicht auch kreativ umzugehen. Also hier gehe ich gerne mal mehr ins Detail, als es vielleicht bei anderen Videos der Fall ist, und erkläre nicht einfach nur, drückt mal hier das Knöpfchen, drückt mal hier das Knöpfchen, sondern versteht wirklich, was ihr da tut und wendet das dann dementsprechend an. Dann gibt es natürlich Tipps für die Praxis. Also am Anfang waren das oft so Themen, die mich interessiert haben, relativ fortgeschrittene Techniken, zum Beispiel in der Astrofotografie. Mehr und mehr gibt es jetzt aber Themen für Anfänger in der Astrofotografie. Also wie starte ich überhaupt? Wie macht man eine Strichspuraufnahme? Wie fotografiert man die Milchstraße? Was kann man mit einem Teleobjektiv und einer kleinen Nachführung schon erreichen? Was ist eine Ausrüstung für den Anstieg in die Deep Sky Fotografie? Und ab und zu gibt es dann auch mal Einblicke wirklich in die Top-Hightech-Ausrüstung,
Der Profi-Astrofotografen wird es ja manchmal genannt. Aber ja, in diesem Spannungsfeld ist alles dabei und da ist eigentlich auch für jeden was zu finden. Auch hier liegt es mir sehr am Herzen, immer zu verstehen, warum macht man gewisse Dinge. Warum ist es wichtig, dass man bei einer Teleskopmontierung vielleicht die Montierung leicht ins Ungleichgewicht bringt? Was ist der Sinn dahinter? Und so weiter und so fort. Ja, dann natürlich die Grundidee des Astrofotocast war, wie gesagt, ein Kompendium zu schaffen. Also vielleicht wie ein Buch, in dem man lesen kann und das verschiedene Kapitel hat und dann wirklich solche Playlists auf YouTube zu erstellen, wo der Zuschauer nach und nach die verschiedenen Themen aus der Astrofotografie ja abarbeiten kann. Zum Beispiel die erste Folge war, was sind Darks, Flats und Bias? Was hat es damit auf sich? Wofür brauche ich die? Wie erstelle ich die? Und so weiter und so fort. Was ist die beste ISO-Einstellung für meine Kamera? Solche Sachen. Was ist die beste Belichtungszeit? Worauf muss ich da achten? Theoretische Hintergründe. Was ist Ausleserauschen? Und hier ist es mir eben auch sehr wichtig, dass die Leute das wirklich verstehen im Detail. Nicht einfach nur sagen, mach an deiner Kamera mal die ISO-Einstellung 1600 und es wird nicht weiter erklärt, warum eigentlich. Also mir liegt es sehr am Herzen, da zu erklären, worum es da geht. Das Blöde bei dieser Geschichte ist, dass zum einen der YouTube-Algorithmus, also das ist so eine Art künstliche Intelligenz, solche Formate nicht gut unterstützt. Also andere Formate, unterhaltsamere Formate werden da eher hochgespült und so ein relativ trockenes, sage ich mal, Format, das wird da vom Algorithmus nicht so berücksichtigt. Außerdem ist die Reihenfolge eine Sache. Also in einem Buch würde man sich ja wirklich Gedanken um Kapitel machen, in welcher Reihenfolge erkläre ich was. Und das ist alles so ein bisschen durcheinander. Mal kommt ein Video zu einem Thema, dann kommen wieder 3 Wochen andere Videos und dann kommt wieder was Neues. Also das ist so ein bisschen der Nachteil der ganzen Geschichte. Aber in 2 Jahren sind da mittlerweile eine Menge YouTube-Videos zusammengekommen. Und ich denke, da kann sich der Astrofotograf sehr gut informieren, eben über diese speziellen Themen. Was nicht fehlen darf auf einem YouTube-Kanal sind die sogenannten Reviews. Also, ich habe hier eine EQ6-Montierung stehen, dann mache ich auch mal ein Video darüber. Ist die gut, ist die schlecht, auf Deutsch gesagt. Was kann ich damit machen, was kann ich damit nicht machen? Daumen hoch, Daumen runter, soll ich mir das auch kaufen oder soll ich mir das lieber nicht kaufen? Also, ich stelle Kameras vor, ich stelle Teleskope vor, Montierungen, Ausrüstungsgegenstände, die man für die Astrofotografie braucht. Das wird gerne geschaut. Irgendwie schauen die Leute auch gerne dabei zu, wie andere Leute Gerätschaften auspacken. Das funktioniert in der Regel ganz gut und das gibt es natürlich auf meinem Kanal auch zu finden. Auch hier versuche ich mich ein bisschen abzusetzen. Ich mache nicht diese Auspackvideos. Ja, jetzt setze ich mit dem Messer an, mache den Karton auf, sondern hier ist es und lass uns mal gucken, was man damit anstellen kann. Oder zum Beispiel Filter. Es werden gerne Filter gekauft für die Astrofotografie, ja, Lichtverschmutzungsfilter. Dann erkläre ich nicht nur, was dieser Filter macht, in welchen Größen es diesen Filter gibt, sondern erkläre auch, für welche Objekte so ein Filter geeignet ist und warum dieser Filter für spezielle Objekte geeignet und für andere eben ungeeignet ist. Das sind eben diese Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Ja, die Zuschauer haben natürlich auch gerne Geschichten, Stories oder wie man es neudeutsch nennt, Vlogs, also ein Blog in Videoform zum Beispiel. Das habe ich in der Vergangenheit nicht so viel gemacht. Neulich habe ich das mal ausprobiert und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat den Zuschauern auch sehr viel Spaß gemacht. Also das wird es auch in Zukunft immer öfter mal geben. Ja, dass ich die Leute mitnehme nach draußen zu einer Fotosession, mal filme, was da so passiert. Es passieren immer Fehler und das schaut man sich auch ganz gerne an, wenn mal was schief geht, aber auch wenn etwas mal gut läuft, kann man das auch mal dokumentieren, filmen. Ja, und das macht Spaß, macht den Zuschauern Spaß. Davon gibt es auch demnächst immer mehr. Ganz frisch und im April zum ersten Mal erschienen ist ein neues Format. Und da geht es um eine Himmelsvorschau. Himmelsvorschauen, das kenne ich schon aus den 80er Jahren. In jeder Zeitung war einmal im Monat eine Himmelsvorschau. Was gibt es am Sternenhimmel zu sehen im Monat April, Mai, Juni, whatever. Aber das Ganze für Astrofotografen zu machen, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben und dann wirklich auch mal Empfehlungen für Objekte zu geben. Welche Objekte kann ich im Mai zum Beispiel gut fotografieren? Welche Belichtungszeit wäre zum Beispiel angebracht? Oder in welchem Rahmen kann ich eine Belichtungszeit wählen? Welche Filter kann ich benutzen? Und so weiter und so fort. Das kommt auch sehr gut an, da war ich sehr erstaunt. Es freut mich auch sehr. Das mache ich einmal im Monat jetzt.
Und das ist die Himmelsvorschau, Frankies Himmelsvorschau für Astrofotografen. Auch auf Astrofotocologen, schauen Sie mal rein. Ja, warum mache ich das Ganze? Ich habe es schon mal angedeutet. Also ich komme aus der Branche. Ich stand das erste Mal auf der Bühne, da war ich glaube ich 2 Jahre alt. Also die Bühne ist für mich ganz normal, ob es jetzt eine Kamera ist oder eine reale Bühne. Das ist meine zweite Natur. Ja, sobald ich eine Bühne sehe, kletter ich drauf und mache irgendwas. Spiele Musik hauptsächlich. Aber ich referiere auch gerne, habe ich in der Schule schon gerne gemacht, wenn gefragt wurde, wer möchte ein Referat halten. Egal zu welchem Thema, habe ich eigentlich immer gesagt, mache ich. Ja, ist das Selbstdarstellung in gewisser Weise bestimmt, aber es ist auch eben einfach eine Künstlernatur. Ich bin das, was man als Rampensau bezeichnen würde. Ja, und das klingt so ein bisschen anrüchig, aber in unserer Branche, also in der Künstlerbranche, ist es eigentlich ein Kompliment, wenn man eine Rampensau ist. Wie gesagt, und ich habe Spaß daran, Wissen zu vermitteln. Vor allen Dingen, ja, wenn ich selber was kapiert habe, dann rede ich davon gerne. Das ist auch, denke ich, völlig natürlich. Also ich lerne selber gerne neue Dinge. Und sobald ich was verstanden habe, habe ich das Bedürfnis, es mitzuteilen, zu sagen, ey, ich weiß jetzt endlich, was Ausleserauschen ist oder wie eine CCD-Kamera funktioniert. Ja, und dann teile ich mich mit und erkläre es so gut wie möglich. Wie gesagt, mein Anspruch ist nicht einfach nur, bunte Bildchen, bunte Videos zu machen und Likes zu sammeln, sondern ja, ich möchte da irgendwie ein bisschen mehr Tiefe in die ganze Geschichte reinbringen. Ich hoffe, dem werde ich gerecht. Letztendlich, ein Bekannter von mir hat mal einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, im Wort Astrofotografie, da steckt das Wort Astronomie auch drin. Also auch hier, ich möchte auch ein bisschen Astronomie vermitteln. Warum funktioniert ein Filter mal gut, mal schlecht? Es liegt an den Sternen oder an der Galaxie oder an dem Gasnebel und an der Physik dahinter. Und das ist ein spannendes Thema. Die Astrofotografie ist eben mehr als nur bunte Bildchen. Da geht es auch ein bisschen um ja, Astronomie, Astrophysik. Das möchte ich auch sehr gerne vermitteln. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht mal reinschauen, wenn Sie diesen Kanal nicht ohnehin schon kennen. Wie gesagt, Astrofotocologen finden Sie direkt bei YouTube, finden Sie über Google. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal sehr herzlich bedanken für die Einladung. Nochmal meinen Dank aussprechen an das Team des ATT. Und es hat mir viel Freude gemacht und es war mir wirklich, das sage ich nicht nur so, eine Ehre, bei dieser ersten digitalen Messe dabei sein zu dürfen, einen kleinen Beitrag zu leisten. Ansonsten kommt hier mein Standardspruch. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schauen Sie doch mal rein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ist mal was anderes gewesen. Wie gesagt, schreibt in den Kommentaren oder schreibt mir mal auf Facebook oder eine E-Mail, was ihr denn gerne für Videos schaut oder was ihr gerne mal von mir sehen würdet, was ihr vielleicht bisher noch nicht gesehen habt. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten nächste Woche sehen wir uns garantiert wieder mit nützlichen Tipps für die Astrofotografie. Und ich sag mal, bis dann. Ciao.